Das neu errichtete Kulturkaufhaus in Roßlau konnte sich am Donnerstag über eine ganze Kinderschar freuen. Anlass war die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der Ludwig-Lippmann-Bibliothek und der Sekundarschule an der Biete. Wir freuen uns natürlich, heute hier zu sein in der Bibliothek und endlich den Vertrag auch mit den Kindern unterzeichnen zu können. Nutzer in der Bibliothek sind wir schon längere Zeit, aber heute ist es richtig offiziell und das gibt doch der ganzen Sache noch einen anderen Anstrich. Neben dem Bereitstellen von Materialien und Lernbüchern ist es der Schule aber auch wichtig, dass die Kinder erfahren, wie sie zum Beispiel zur Bibliothek hinkommen und was es da alles Spannendes zu erleben gibt. Bei über 5000 Medienträgern ist die Auswahl groß und neben Büchern können auch CDs, Filme und Spiele ausgeliehen werden. Und auch eine ganz praktische Seite kann so eine Kooperation haben. Auch in diesem Jahr gibt es diesen Lesesommer, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ab 13. Juli gibt es dann so Lesepässe. Und das ist eine sehr schöne Geschichte zwischen Stiftung Lesen und den Bibliotheken des Landes, dass die Schüler mit diesem Lesepass Bücher auswählen können für die Ferienlektüre. Es müssten mindestens 2 Bücher gelesen werden. Wir geben dann so kleine Fragebögen zu den jeweiligen Büchern mit dazu. Und diese füllen und bestätigen dann, dass die Kinder das in den Ferien gelesen haben. Und mit dieser Bestätigung können sie dann am Schuljahresanfang zu den Erziehern gehen, zu den Lehrern, und können sich eine gute Note in Deutsch verdienen damit. Und das ist auch schon mal ein guter Anfang, sage ich mal. Erstmal das Lesen macht Spaß, oder? Ja. So. Und dann, wie gesagt, kann man gleich mal noch so ein Plus ganz nebenbei so aus dem Handgelenk für die Schule machen. Mit einer guten Note startet man gleich noch fröhlicher in das neue Schuljahr. Aber auch sonst bietet die Ludwig-Lippmann-Bibliothek jede Menge Abwechslung. So freuen sich auch schon viele Mädchen der 5C aus der Sekundarschule an der Biete auf den 23. Juni, wenn sich die Bibliothek am Rossmarkt unter anderem mit einer Manga-Werkstatt beteiligt und auch das Büchercasting, bei dem sich aus 4 Genres je 5 Bücher der Schülerjury stellen müssen, um zum besten Buch gewählt zu werden, erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit. Und so ist die Ludwig-Lippmann-Bibliothek auch in der Freizeit ein beliebter Treffpunkt für die Kinder der Stadt.